Leipzig und im Zuge der Fertigstellung der VDE 8 Nürnberg-Berlin wird auch die Einfahrt und Ausfahrt Richtung Leipzig ertüchtigt auf Ein- und Ausfahrgeschwindigkeiten bis zu 160 km/h. Und wir sind hier im Bereich der Essener Straße. Hier wird eine Eisenbahnüberführung mit 7 Gleisen völlig neu errichtet. Und heute wurden Stahlbetonteile eingebracht. Also mein Name ist Stefan Walter, ich bin Bauberater Bahn bei der Deutschen Bahn. Ich betreue die EU Essener Straße. Wir befinden uns hier am Überbau 1 der EU Essener Straße. Wir sehen hier die Fertigteile, die für den ersten Überbau eingehoben worden sind. Zwischen dem alten Widerlager und dem neuen Überbau hier an der Seite entsteht der Aufgang für den Haltepunkt Essener Straße. Auf der anderen Seite sind die Fertigteile, die jetzt am Donnerstag eingehoben worden sind. Und hier entsteht im Zuge der EU Essener Straße noch ein Haltepunkt. Die Fertigteile sind mit einem 400-Tonnen-Kran eingehoben worden. Also ein Fertigteil ist 18 Meter lang, wiegt ca. 50 Tonnen. Und das ist eine Fertigteilbauweise mit Ortbetonergänzung. Also wir haben die Widerlager in Ortbetonergänzung, dann die Fertigteile aufgehoben und dann werden die Fertigteile und der Überbau komplett betoniert. Die Brücke wird ja in mehreren Abschnitten gebaut, von außen nach innen. Planmäßig haben wir jetzt die beiden äußeren Teile fertiggestellt. Wir werden dann sukzessive den Aufbau machen und die Gleise einbauen und die Bauarbeiten werden sich hier an der Brücke bis 2020 entziehen. Das ist planmäßig so.